Hi, ich bin Arne, ich bin Physiker und wir schauen uns jetzt das Physikdepartment an. Hinter mir befindet sich unsere Bib. In unsere Bib kann man natürlich Lehrbücher ausleihen. Diese muss man online vorbestellen, wegen der Corona-Beschränkungen. Außerdem kann man hier sehr gut lernen und vor allem, wenn die anderen Bibs voll sind, ist unsere Bib meistens leer und bietet sehr gute Gruppenräume, wo man sich auch zusammen reinsetzen kann. So, dann schauen wir mal ins Department rein. Direkt neben dem Eingang ist unser Mini-Chip-Pool, da kann man sehr gut Last-Minute drucken. Aktuell ist er gerade zu. Nach Corona macht der Chip-Pool auch wieder auf. Direkt daneben ist die Fachschaft. Hier könnt ihr vorbeikommen, wenn ihr mal mit jemandem reden wollt, wenn ihr euch Sportgeräte ausleihen wollt oder wenn ihr in unserer Mikrowelle einfach Mittagessen erwärmen wollt. Hier ist das Dekanat und Studiensekretariat und hier kriegt man sein Semesterranking. Willkommen im Physikfoyer, dem Herzen des Gebäudes. Hier ist unser Billardtisch. Hi Jungs. Hi. Dahinter sind ein paar Tische, bei denen man lernen kann. Auf der anderen Seite ist unser Innenhof. Hier steht unsere Tischtennisplatte und im Sommer wird hier des Öfteren gegrillt, was natürlich wegen Corona derzeit nicht stattfindet. Das hier ist unser Hörsaal 1. Hier hat man als Physikstudent seine meisten Mathematik- und Theorievorlesungen. In der aktuellen Corona-Situation wird man diesen aber hauptsächlich digital sehen. So, jetzt erkläre ich noch, wie man Räume findet. Man sieht hier auf dem Plan, wir sind gerade hier. Und dann mit der ersten Nummer im Erdgeschoss. Okay, warte, hoch mal hier. Also, die erste Ziffer steht grundsätzlich für das Stockwerk. Die 1 steht für das Untergeschoss, die 2 für das Erdgeschoss und die 3 für das Obergeschoss. Und die zweite Ziffer gibt dir den Gang an. Die 2 langen Gänge sind 0 und 2 und die kürzeren Gänge sind 1, 3, 5 und 7. Ah. So leicht ist das. Ja. Und die letzten 2 Ziffern kriegt man schon raus. Danke. So, und hier sind wir beim wichtigsten Büro im Department. Hallo. Hallo. Was machen Sie? Ich bin Philipp Löwenfeld. Ich bin einerseits euer Dozent in den mathematischen Ergänzungen und andererseits für diverse studienorganisatorische Belange zuständig. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Studium habt oder irgendwelche Probleme, könnt ihr gerne einfach vorbeikommen. Meine Sprechzeiten sind immer, ich glaube, Montag und Donnerstag um 1 oder wenn die Tür auf ist. Also eigentlich immer. Danke. Ciao. Um zum nächsten Ausgang zu gelangen, sind wir jetzt in Physik 2 gegangen. Hier kann man unser wunderschönes Foucaultsches Pendel bestaunen. Als nächstes gehen wir zum Parkplatz.
Hier ist der Physikparkplatz, der meistens voll ist. Außerdem muss man aufpassen, wenn man sich falsch hinstellt, dann kann man abgeschleppt werden. Hier hinter mir ist der Container. Falls mal wirklich alles voll ist, gibt es hier auch noch Lernräume. Hier ist eine Tischtennisplatte und ein paar Bänke, da kann man nach Prüfung ganz gut chillen. Jetzt gehen wir weiter zu Isa. So, wir sind jetzt an der Isar. Das ist hier ein Naturschutzgebiet, also nehmt euer Müll bitte wieder mit, wenn ihr hier schwimmen geht. Oh fuck, stopp, das war der Reaktor.